Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Two Point Hospital. Wir haben hier direkt einige Herausforderungen, darunter unter anderem DNA-Patienten und Stromschlag-Patienten-Notfälle. Wir schauen mal hier kurz in die Warteschlange, da sind nur VIPs. Und wo ist der Erste? Der steht davor und will nicht rein. Ach nee, der ist schon drin, einer. Okay. Sondermeldung, 3 von 5 Patienten geheilt, sehr schön, Ruf und Geld sind somit da. Aber ihr hört es an den Geräuschen und sterben gerade permanent sehr viele Leute weg. Das ist natürlich nicht so geil. Woran hat er hier gelegen? Ja, ich vermute mal hier an der Dauer einfach. Termin in der Arztpraxis, ja. Stehst hier aber nur rum, schön. So, bevor du uns hier abschmatzt, schmeißen wir dich direkt raus. Es wäre schön, wenn wir den mal behandeln würden, aber wäre scheinbar zu einfach. Ach du Schreck, hier stehen 9 Leute an, du Scheiße, nee. Ja, es liegt scheinbar echt alles an den Diagnoseräumen, dass wir da immer noch einen kleinen Engpass haben. Deswegen würde ich sagen, haben wir noch irgendeinen Diagnoseraum, den wir noch nicht gebaut haben? Nicht wirklich, ne? Strecksal, da haben wir noch keine Patienten für. 5 Monobiester haben wir leider nicht erlegt. So, ich würde sagen, wir machen nochmal eine weitere Cardio-Abteilung. Also, da kommt die Tür hin. Einfach um mal die andere Cardio-Abteilung ein bisschen zu entlasten. Denn das ist ja kein Zustand da hinten. So, und damit wir auch schön viel Diagnosesicherheit generieren. So, geheizt werden sollte hier natürlich auch. Und natürlich noch ein bisschen was fürs Prestige. So. Wir suchen uns dann direkt einen neuen Krankenpfleger. So, du bist sowieso so ein Diagnoseheld. So, dann hoffen wir doch mal, dass wir den Raum da hinten ein bisschen entlastet bekommen. Und die Patienten stehen sich hier die Beine in den Bauch und das ist natürlich alles andere als gut. Da fällt mir ein, wir könnten auch mal ein paar Bänke aufstellen, dass hier nicht alle stehen müssen. Und wieder jemand abgeschmatzt. Toll, Mensch, das läuft ja hier wie, weiß nicht was. So, wir machen mal hier eine Flak-Batterie an Automaten hin. To really understand when it comes to grammar. Do not listen to those who say that language. So, jeweils 3 zum Mampfen und 3 zum Süffeln. Das ist doch super. Else we exist in linguistic chaos and civilization. So, wir müssen noch ein paar Geräte upgraden. 3 Stück noch insgesamt, dann machen wir das erstmal hier in diesem Scanner und an diesem Flüssigkeitsbeschleuniger. So, wie schaut's bei dir aus? Gesundheit kritisch. Hast du jetzt noch einen Termin in der Arztpraxis? Ich würde sagen, wir schicken dich mal sofort zur Behandlung. Vielleicht haben wir noch eine Chance, dich zu heilen. Hoffen wir das Beste. So. Das haben wir geschafft, sehr schön. Da haben wir 4 von 7 Patienten mit dem Stromschlag halt und wieder einen DNA-Notfall. 10 Stück nehmen wir mal an, auch wenn ich es zu bezweifeln wage, dass es klappen wird. So, du gehst mal ganz nach vorne hin in die Schlange. Wie sieht es hier mit der Forschung aus? Da sind wir noch dran. So, hier stehen nicht so viele Leute an, das ist schon mal gut. Wollen wir noch ein DNA-Labor hier hinten hin machen? Ich glaube ja, ne? So, Server bringt viel Prestige, wenn auch keinen sonstigen Nutzen. Und dann brauchen wir einen Heizkörper. Können wir hier noch einen Arzneischrank hinstellen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, das geht jetzt hier nicht. Okay, alles klar. So! Eine Heizung könnte hier gegebenenfalls Wunder wirken. Machen wir doch mal dahin. Und dann machen wir hier hinten nochmal einen großen Heizkörper. Na, wobei jetzt
So, machen wir es da. Ich glaube, wir können noch ein Part kaufen, ne? Hier hinten, yo. Also Platz genug hätten wir theoretisch, um noch weitere DNA-Labore zu bauen. Aber haben wir denn auch das Personal? Oh, da haben wir hier ein Multitalent. So, du kommst mal dahin. Und ich glaube, wir brauchen noch einen Psychiater. Haben wir gerade keinen am Start? Das ist schade. So. Würde ich sagen, bringen wir mal ein paar Leuten die Psychiatrie näher. Zum Beispiel. So, du bist... wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der behandeln kann und der gut in Diagnose ist. Ich möchte jetzt... Ja, komm, dann nehmen wir dich noch dazu. So, und wir holen uns einen von extern. Das Geld haben wir. Da brauchen wir jetzt nicht hier noch unseren eigenen Personalstand zu belasten mit. So, alle müssen so aufs Klo, mein Gott. Sollten wir uns vielleicht das Grundstück hier hinten auch noch holen? Könnte Sinn machen, ne? Du, das mal an erster Stelle. So, wo ist eigentlich der Notfall? Stehen jetzt alle hier hinten an, oder? Jo, Tatsache. So eine Beförderung steht an, die geben wir doch gerne. So, komm, her damit. Das wird verkauft, das wird auch verkauft. Und wir gönnen uns nochmal ein paar Larrys. Assistenten, gut, Assistenten brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Also da sind wir, denke ich, gut aufgestellt. So, hier werden uns einige wegsterben. Vielleicht sollten wir dann hier nochmal bei Gelegenheit eine weitere Schocktherapie einrichten. Und guck an, da sagte ich gerade noch, wir brauchen keinen am Empfang. Und siehe da, es wartet eine riesige Schlange. Ja, läuft ja bei uns, ne? Gucken wir, ob wir inzwischen einen Psychiater haben. Nein, noch nicht, aber wir haben hier einen Diagnose-Larry. Das finde ich schon mal tendenziell sehr gut. Dich stellen wir ein. Die Frage ist nur, wo? Wir legen dich erstmal da vorne ab. ...66.000 Profit, sehr schön. So, du bist hier kurz vorm Exitus. Ach, du wurdest ins Zimmer gerufen, von wo auch immer. So, brauchen wir gerade mal irgend... Ich muss ja gucken. Also, wir brauchen echt Psychiater, weil da haben wir durchaus hier und da Mangel. Ja, sehr schön, wir haben hier den Notfall und keinen DNA-Meister, der da mal meint, ein bisschen Hand anlegen zu müssen. Das finde ich sehr schade. Warte mal, wir schauen mal kurz beim Personal nach. So, du gehst mal da rein, bitte. Und kümmerst dich hier mal drum. Danke. Hallo? Oh, ey, warum? So, der VIP bitte nach vorne. Dankeschön. Wir sollten, glaube ich, auch noch einen zweiten Entlader machen, dass wir da mal ein bisschen schneller vorankommen. Das können wir ja hier unten durchaus. So, natürlich schön viele Fensterchen rein. Heizkappe auch. Feuerlöscher, ganz wichtig. Weil, warte mal, den können wir doch mal da in die Ecke packen. Oha, und schon geht's los. Stimmt, da unten war auch vorhin schon die Meldung. 10 Patienten heilen, das halte ich für machbar. Oh, sehr schön, wir haben jetzt genug Patienten mit dem DNA-Labor geheilt. Das heißt, wir haben bald schon unseren dritten Stern. Wenn wir ein bisschen Gas geben, schaffen wir es vielleicht sogar rechtzeitig noch in dieser Folge. Das weiß ich aber noch nicht. Wird sich zeigen. Oha, gucken wir mal, was wir haben. Bestimmt nicht, keine Todesfälle. Ich frage mich, wie und wann wir das geschafft haben. Und wir sind nicht das beste Lehrkrankenhaus, weil wir dieses Jahr kaum was fertig unterrichtet haben. So, ich stelle einfach mal da einen großen Heizkörper hin. Der schön hier hinstrahlt. Was total Sinn macht in der Ecke, aber gut.
Wir machen es jetzt einfach so. So, dann machen wir hier noch eine Arztpraxis neben. Wobei, wisst ihr was? Wir machen den Raum hier ein bisschen kleiner. Dann haben wir nämlich Platz, davor einige Bänke aufzustellen und, auch noch den Platz, dass wir sagen können, wir machen da ein bisschen, ein paar Automaten hin. Moment, der kommt dahin. Das soll ja auch alles dicht an dicht stehen. The wine under review in this edition of Sommelier Over the Rainbow is the evocatively named. Na, das passt jetzt leider nicht ganz. Shiraz, Shiraz. An elegant little number to be sure, combining the flavor so. Of toasted crumpets, slightly undercooked lobster and the dew noch ein paar Goldsterne für die Wand. Und wir haben Prestige. Way. So, 8 von 10 Patienten haben wir tatsächlich geschafft zu heilen. Sehr schön. 5 Patienten mit Armleuchter auf der Frakturstation. Sollte ja machbar sein. Jetzt stehen sie natürlich alle da an, weil hier noch umgebaut wird. Wir haben hier doch relativ viele Frakturpatienten. Was haltet ihr denn davon, wenn wir mal eine zweite Frakturstation einrichten? Ich glaube, das könnte Sinn machen, oder? So, wollen wir das mal? Wo haben wir sie denn? Da, Frakturstation. Wenn wir jetzt sagen, wir machen das einfach mal hier. So ein Stationchen hin. Wobei, warte mal, die Tür, die muss, sollte woanders stehen, denke ich. Eher hier hinten. So, noch ein paar Fensterchen. Es soll ja schließlich alles recht schick aussehen. So, dann machen wir jetzt erstmal... Warte mal, wenn wir das noch einen Tacken hoch machen, kriegen wir da doch bestimmt noch eins neben, ne? So. So, warte mal. Idee, wir erweitern hier nochmal. Ein bisschen. Wartet mal, wartet mal. Okay, ich muss einfach mal jetzt hier das mit den Fenstern da ignorieren. Okay, das ist jetzt ein bisschen sehr gedrungen. Dich hau ich mal weg. Dafür machen wir jetzt hier einfach einen zweiten Gipsgießer hin. So es denn passt. So. Gut, die Arzneischränke wären... nett gewesen, aber klemmen wir uns jetzt mal an der Stelle. Aus einfachen Platzgründen hoch. Da wollte ich jetzt nicht hin. So, da wollte ich hin. So, den bearbeiten wir nochmal. Und wir machen da nochmal ein paar Fensterchen hin. Und wir weisen hier auch direkt einen zweiten Pfleger zu. So, hier haben wir direkt einen, einen Stationsspezialisten. Finde ich schon mal super. So, wir brauchen auch noch ein Upgrade. Komm, dann machen wir das doch hier am Entlader. So, und siehe da, unser Psychiaterproblem scheint gelöst. So, hier haben wir immer noch keine Warteschlange. Ich würde zu gern welche von hier rüberziehen. Ah, das geht! Ja, geil! Sehr gut. Mega, und ich dachte die ganze Zeit, das geht nicht. Ach, Menschenskinder, wieder was gelernt. Ja, guck mal einer an. So. Passt da überhaupt noch einer vorbei? Ja, muss ja, sonst hätten wir den da nicht. Aber. So, stellen wir mal da hin.
Mist, jetzt habe ich sie, glaube ich, alle aus der Warteschlange wieder gejagt. So. Forschung abgeschlossen, sehr schön. Da will jemand eine Weiterbildung haben. Nicht jetzt, kümmern wir uns gleich drum. Beförderung kriegst du, das hätten wir auch geschafft. Wunderbar. So, wir müssen was forschen. Jetzt brauchen wir nur noch die Forschung selber, sonst haben wir schon so gut wie alles. Das finde ich immer richtig, Töfte. Ja, Mist, den hätte ich am liebsten jetzt rausgeschmissen. Weil der so aussieht, als machte er es nicht mehr lange. Ah, na, ach nee, ich dachte, das wäre eine Ratte, dabei war das nur der Kopf von dem Pfleger hier. So, komm, ich will diese Folge im Optimalfall noch fertig werden, deswegen drücken wir mal kurz aufs Tempo. So, Forschung 3 machen wir. Von extern. So, damit hätten wir das Ziel geschafft. Jetzt müssen wir noch 5 Patienten heilen. Dann hätten wir es auch mal alle 5 im Gange, weil ich die ständig hin und her geschoben habe. Super! So, jetzt, hallo, ja, setz dich erstmal hin, ganz in Ruhe. Hast recht, das ist viel wichtiger, als irgendwie Patienten hier mal zu behandeln. Ach, das macht er ja schon. Okay, ich habe nichts gesagt. Egal, das wird ein Fehlschlag. Beförderung, ja, die sollst du doch gerne erhalten. Ein von 5 Patienten galt. Minus 5 Ruf, das ist ja schrecklich. Und da kommt ein Gewitterchen. Und da kommt das letzte Sternchen. Way! Glückwunsch, Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Tupol mit 3 Sternen bewertet. Sie haben eine wahre Monstrosität gezähmt und dessen ungezügelten Kräfte zu Ihren eigenen Zwecken eingesetzt. Also gute Arbeit. Nebenbei sind Sie auch ein viel besserer Mieter als diese grässlichen Leute von Blangel oder wie die sich nennen. So, wir haben den Supercomputer freigeschaltet, was auch immer das ist, und natürlich ein paar Talerchen. So, aber wir gehen an die nächste Mission, ihr Lieben. Das wird Duckworth Upon Bilk. Unterstützen Sie den Tupan Gesundheitsdienst mit einem öffentlichen Krankenhaus. Aber ihr Lieben, das machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, hoffe, es hat gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann, ihr Lieben. Tschüssikowski.